Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Europa-Fernwanderweg E4, E5. Vom Steuben, da wo der Unfall war, bis zum Staufener Haus, ganze 9 Kilometer, dafür habe ich aber den ganzen Tag gebraucht. So, das gucken wir uns zum M. Ja, Gliederung ist nicht groß. Mit dem Finger auf der Karte. Vielleicht noch zwei, drei persönliche Anmerkungen. Ich werde mich wieder mal über diese DRV-Schilder aufregen. Ja, und dann steigen wir auch in die Impressionen ein. Was ich auf dieser Hütte erlebt habe, das kommt dann mehr oder weniger im nächsten Video dran. Da könnt ihr dann, während ich dann loslaufe, sehen, wie es dann weiterging. So, hier war ja der Unfall und dann habe ich es ja irgendwie noch geschafft, hier oben hochzukommen. Von da aus geht es dann halt weiter. Ich meine, dass der Weg dann hier rüber geht, weil ich kann mich hier entsinnen, dass ich da auf diesem Gipfel auch drauf war. Aber gut, diese Karten stimmen eh nicht immer. An dieser Stelle, das werden wir gleich bei den Impressionen auch sehen, nochmal eine der Abzweigungen. Ja, und es geht eigentlich immer rauf, runter, rauf, runter. Ich habe irgendwann um 6 Uhr ein Schild gesehen, wo dann drauf stand, Staufener Haus, 3,5 Stunden, also 9:30 Uhr. Großzügig, ich sage jetzt mal 10 Uhr. Wisst ihr, ich war 17 Uhr da. Ich war 17 Uhr da. Also diese Schilder sind, ich bleib dabei, Cuccolores. Lasst sie besser weg. So. Wo ich jetzt hin will, also die ganzen Gletscherblödsinn, die ganzen Berge, die hier jetzt kommen, ich rendere euch die Namen rein. Ich habe mir die auf den Zettel aufgeschrieben. Ja. So, und zwar hier oben runter. Von da geht's dann einen recht steilen Weg runter auf Rollsplitt. Da bist du wirklich, du machst kein Tempo hier runter, weil du Zentimeter für Zentimeter ein Füßlein vor den nächsten Füßlein setzen musst, um bloß nicht auszurutschen. Und dann ruckzuck bist du weggerutscht und liegst da auf dem Rücken wie ein Käfer. Ne? Im besten Fall, weil du rutschst da wirklich weg. Ich weiß nicht, ob das nicht anders geht, ob das Natur ist. Kürzlich habe ich mal irgendwo gehört, das sei gar kein Rollsplitt, den Menschen dahin gebracht haben, sondern das sei von Natur aus so. Gut, so, man sieht dann hier unten dieses Haus. Und jetzt weiß ich nicht, ob da irgendwie eine Bewirtung drin ist oder so. Auf alle Fälle kommt man ja gar nicht. Man denkt dann, man kommt hier unten hin und dann geht sofort hier oben auch wieder hoch. Also von dieser vorderen Dingsda-Alpe da bei Sonthofen, Grunzesried, bis zum Staufener Haus ist da keinerlei Infrastruktur auf dem ganzen Weg. Gut, ja, und dann von da aus geht's dann sehr, sehr mühsam hier den Berg wieder rauf. Immer nur bergauf, bergauf, bergauf. Ich weiß nicht, hier oben in der Ecke, hier biegen viele ab. Hier oben ist noch wieder irgendwie so ein Gebilde. Ja, ich kann jetzt hier nicht weiter reinscrollen. Soll mir auch egal sein. So, und dann geht's aber auch eine ganze Ecke wieder runter, bis, das hatte ich im Übersichtsvideo gesagt, hier unten Brunnenauscharte. Okay. So, da steht ein Schild, das habe ich im Übersichtsvideo ja schon angesprochen. Wanderweg gesperrt, weil verschüttet. Das interessiert die gar nicht. Da sind vor meinen Augen drei, vier, fünf Leute über die Absperrung geklettert. Vollkommen scheißegal. Ja. So, das ist nochmal wieder so ein Argument. Wenn die Schilder doch sowieso nicht stimmen, erstens, und wenn sie zweitens von allen Leuten ignoriert werden, warum stehen sie dann überhaupt noch da? Was soll das? Also, muss ich alles nicht verstehen. So, und von da aus geht es dann aber nochmal wieder rauf. Rauf, 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 rauf. Und dann kommt hier an diesem Grabstein, kann ich mir das immer merken. Was da so ganz genau ist, weiß ich nicht. Und dann kommt hier der Hochgrat. Ich habe dort oben gefilmt, ja, aber ich weiß noch nicht, ob da zum Schluss. Ich habe es jetzt im Vorschnitt erstmal drin gelassen. Aber wahrscheinlich muss ich so dermaßen viel da verpixeln, dass ich es eigentlich auch gleich rausnehmen kann, weil da war ein Highlife. Als wenn da Kirmes oben auf dem Gipfel ist. Also, vielleicht ist das mit ein Grund, warum der Maximiliansweg mir so überhaupt sauer aufgestoßen ist, weil ich es auch einfach nicht gewohnt bin, permanent so viel Volk um mich rum zu haben.
Ne? Also sowas Überlaufenes, also so stelle ich mir den Jakobsweg ungefähr vor. Ja. Also ich bin alles andere als begeistert von dem Ding. Aber gut, irgendwo Europa hat unterschiedliche Gesichter, das betont ja keiner so sehr wie ich. Und nicht nur von der Landschaft her, ja, ich bin jetzt erstmal froh, dass ich die Berge dann auch hinter mir habe. Erstmal. Ja, ein bisschen was kommt noch an Bergen, aber gut. So, ja, und von da aus geht's dann also hier oben vom Hochgrat runter. Ich habe mich da runtergeschleppt. Also da habe ich mich wirklich auch am Geländer da festgehalten. Und also die Leute fragten schon, geht's Ihnen gut? Nee, tut's natürlich nicht. Dämliche Frage. Oh, ja gut, aber ja, ist also. Ne? Wie gesagt, ich bin auch nicht gewohnt, so viele Leute um mich herum zu haben. Kam dann hier an diese Hochbahnstation. Hochgradbahnbergstation. Ach Gott. Hochgradbahnbergstation. Ich habe viel mit Flüchtlingen zu tun. Und wenn ich dann über solche Wortungetüme stolpere, dann muss ich ja fast an die Donaudampfschifffahrtskapitänspatentsgesellschaft gedenken. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Gibt es die eigentlich wirklich? So. So, da habe ich dann zum Feierabend hin noch irgendwie ein Glas Cola gekriegt, weil ich komme immer noch nicht damit zurecht, dass da einmal diese Bahnstationen sind, diese S-Bahnstationen, und dass es oftmals vom DAV kurz dahinter noch eine zweite Hütte gibt. Das habe ich immer noch nicht, da bin ich auch öfter schon drauf reingefallen, dass hier oben Riesen Halligalli war und Party und Kirmes und sonst was. Und dass kurz dahinter noch eine Hütte ist, wo die quasi stehen und auf einen warten, wenn man da mal kommen würde. Und das sagten die mir dann hier auch, dass da wohl eine Konkurrenzsituation durchaus ist, weil das Hüttenpersonal schläft dann und wohnt da wohl auch richtig auf der Hütte. Und da sage ich so, ja, ich weiß von der Kampenwand, aber sehr zuverlässig, dass da um 20, 21 Uhr noch eine Personalgondel fährt. Ja, die werden uns aber nicht mitnehmen. So, auf alle Fälle, wir schweifen ab. Ich kam dann hier runter, bin dann hier rum, das weiß ich noch, und kam dann hier hin um 17 Uhr rum und habe mich dann einfach mal in die Schlange gestellt und einfach mal ganz blöd gefragt, ob sie noch ein Bett frei haben. Ja, da hat einer abgesagt. Da habe ich auch kürzlich irgendwo bei der GEZ, habe ich das gesehen. Da ging es darum, im Prinzip genau das, was ich ja immer reklamiere, dass die Leute wohl in mehreren Hütten gleichzeitig reservieren. Ja, das ist genau das, was ich sage. Das, was man da vorfindet, ist in meinen Augen keine Hütte. Und was ich auch sonst auf anderen Bergen schon so gesehen habe, auch wenn ich da immer nur zum Essen war, das sind Hotels. Und dieses hier, ja gut, da bin ich jetzt wirklich zum Schlafen drin gewesen. Ja. Ich habe da oben schon Hütten gesehen, wo ich sage, ja, okay, das kommt wirklich nah an eine Hütte ran. Aber im Wesentlichen sind das Hotels da oben auf den Bergen. Unter einer Hütte, da stelle ich mir ungefähr das vor, was ich in Frankreich auf dem E2 GR5 immer wieder gefunden habe. Das ist für mich eine Hütte. Das, was ich da gefunden habe, das sage ich, ja gut, damit kann ich leben. Das ist wirklich eine Notunterkunft, wo ich wirklich mal, wenn es und so weiter unterkommen kann. Eine Nacht vielleicht, aber wo ich mich dann auch noch selbst versorgen muss. Aber das sind Hotels. Und ob das noch im Sinne des Umweltschutzes ist, ja gut, ich bin da ganz lieb aufgenommen worden. Ja, hat auch schon Hütten gegeben, wo alles andere war. Und auch gerade vom E5 Richtung Venedig runter hört man sehr häufig, dass die Hütten alles andere als das, was man an Hütten nennt. Eigentlich sind es ja Hotels auf den Bergen. Also. Ein vernünftiger Umweltschutzgedanke ist das definitiv nicht. Jetzt in diesem Fall fand ich es ganz angenehm. Ich habe dann um 17 Uhr bin ich da rein, habe erstmal ein Bett okkupiert und anschließend bin ich dann runter und habe eine von den zwei Steckdosen okkupiert, weil ich ja dann auch, ich dachte, ich käme da vernünftig an Strom. Nee, tust du aber nicht. Nee. Das war auf der anderen Hütte. Ich hatte schon mal eine Hüttenübernachtung zu Corona-Zeiten. Da war ich dann aber der Einzige im großen Schlafsaal. Und da konnte ich natürlich auch die Steckdose besch oder war da überhaupt eine Steckdose im Schlafsaal? Ich glaube, da war gar nicht mal eine Steckdose. Nicht mal das. So, auf alle Fälle habe ich dann da irgendwie 2 Stunden gesessen und erstmal Kamera und Handy geladen. Und da kann man dann jetzt auch wieder eine Stunde überlegen. Lässt man diese Sachen auch alleine? Ein Handy? Ja, gut, okay. Meins ist jetzt so alt, das klaut keiner. Aber trotzdem.
Die Kamera, da sieht es dann schon wieder anders aus, ne? Und wäre ja auch nicht die erste Kamera, die sie mir geklaut haben. So, dann, wie geht's jetzt weiter? Da wieder hoch am nächsten Tag. Hier oben ist nochmal so eine andere Nagelflugkette. Doch, die heißt auch Nagelflugkette. Aber ich muss dann ja hier runter. So, ganz schnell, hier geht's dann massiv den Berg runter. Die Ausflaggung ab Staufener Haus sind auch keine Markierungen mehr da. Ne? Ich kann mich hier unten noch an den Bach erinnern und auch an die Grenze kann ich mich noch entsinnen, weil da ja ein Schild stand. Dann weiß ich, dass hier noch eine Hütte war, wo ich noch gegessen habe oder dann mal in Ruhe, ja, so. Und dann kam noch irgendwie so eine überdachte Brücke. Ich weiß nicht, jetzt gucken wir uns dann beim nächsten Video an. So, da sind dann ja wesentlichen Dings da. Hier war die überdachte Brücke. So, und dann kommt hier eine ganze Menge Zivilisation, seht ihr schon. Dann kommt hier Hittisau. Da ich ja nun bargeldtechnisch, da hatte ich nicht mit gerechnet, dass ich musste wirklich an die Notreserven ran. Die zeige ich ja jedes Jahr im Ausrüstungsvideo und auch dieses Jahr habe ich die wieder mitgehabt. Ja, ich stand mal mit verlorenem Portemonnaie, habe ich schon zweimal da gestanden und einmal beinahe. Und seitdem habe ich immer 150 Euro im Rucksack und nochmal zusätzlich 50 Euro in der Cargotasche drin. Also wer mich überfallen will, ihr wisst jetzt, wo ihr suchen müsst. Ich bin durchaus auch schon überfallen worden. Ne? Nicht hier in Deutschland, in Russland zwar. In Moskau? Ich weiß gar nicht mehr, Moskau oder St. Petersburg. Aber es ist wirklich schon passiert. 300 Mark. Mark oder Euro? Das weiß ich jetzt auch schon gar nicht mehr. Aber die 300, eins von beiden. War es auf jeden Fall, was sie mir dann da auch geklaut haben bei dem Überfall. So, Hittisau war ich also so abgebrannt, dass ich da erstmal zur Volksbank musste. Und da ist auch ein Supermarkt. So, und dann bin ich doch noch weiter bis hier nach Lingenau. Und da hat Tante Google hat mich ja genervt wegen diesem Hotel Löwen. Sie waren im Hotel Löwen. Nein, Tante Google war ich nicht. Aber du bist doch da gewesen. Wir wissen, haben doch die GPX-Daten. Ja, ich war trotzdem nicht da, weil das Hotel ist geschlossen. So, und dann bin ich hier die Straße hoch und hier in diesem Gasthaus wurde ich dann sehr herzlich empfangen. Dann hier über die Hauptstraße drüber hatten wir ja, dann geht's hier wieder den Berg rauf. Dann kommt hier nochmal da. Und von da aus geht's dann wieder sehr, sehr steil den Berg runter. Dann kommt hier Alberschwende mit der Wegzusammenführung E4 Alpin, mit dem richtigen E4, E5. Dann hatte ich ja schon gesagt, kommt, glaube ich zumindest, kommt hier Wolfurt. Da ist Wolfurt. Ja, und dann geht's noch weiter bis nach Bregenz. Da bin ich sogar hier außen rum bis nach Bregenz Hauptbahnhof. Ja, und dann habe ich ja auch noch zwei Touren auf der Hochplatte nachgeholt. Und da sind mir die DAV-Schilder nochmal richtig zum Verhängnis geworden. Also ich muss ganz wirklich sagen, es gibt, was diese Schilder angeht, zwei Leute. Einmal die Sorte wie ich, die sagen, es stimmt sowieso nicht, macht sie am besten weg. Und die, die sich einen Sport draus machen, was, 3 Stunden? Wollen wir wetten, dass wir es in 1,5 schaffen? Die gehen mir auch auf den Nerv. Aber seitdem der YouTube-Algorithmus das gemerkt hat, was ich hier mache, spielt er mir natürlich auch diese Videos ein. Die machen sich einen Sport draus, das schneller zu schaffen. Ich weiß nicht, was da zugrunde liegt. Ja, man kann das nachgucken. Natürlich gibt es da Definitionen, was dahinterlegt ist mit Auf- und Abstieg. Aber wenn die 7 Stunden daneben liegen, 7 Stunden, dann muss ich sagen, lasst die Dinger doch besser weg. Lasst sie einfach weg. Oder ihr schreibt mal endlich vernünftige Kilometerangaben drauf, mit denen man auch was machen kann. So, okay. Eins habe ich noch, das lege ich euch unten rein. Der Algorithmus hat mir eine E1-Playlist wieder reingespielt von 2 recht jungen Menschen. Wiefern die jetzt miteinander irgendwie verbändelt sind, weiß ich nicht. Die sind in E1 in Schweden gegangen Richtung Nordkap, wobei sie nicht das Ziel Nordkap hatten. Soweit ich das genau weiß. Guckt euch das an, wenn ihr es sehen wollt. Wer nicht, kann es auch sein lassen. Aber das ist ein sehr kleiner Kanal auch und darum ist es halt wichtig, weil es zum Thema passt, sehr, sehr gut zum Thema passt, wirklich angucken. Ist auch, was ich jetzt gesehen habe, die ersten 2, 3 Videos, sehr, sehr spannend. Ja, der Lennart Sebald hat den E1 Hamburg-Heidelberg, da hat er ja alle Videos wieder gelöscht. Meines Wissens war das auch ein GEZ-Projekt, wo er das wieder löschen musste. Bis dahin, ade, ade. Ach ja,
Ich habe übrigens einen neuen Mikrofonarm gekriegt. Darum sieht die, ist die Kameraposition jetzt auch ein bisschen eine andere. Aber ich sitze immer noch im Homeoffice-Bereich und das ist optisch und akustisch nicht so ganz glücklich. Ja. Bis dahin, Ade. Guten Morgen. Ich weiß nicht, wie verboten ich jetzt aussehe. 5 Uhr und 4 Minuten. Heute ist der, was haben wir denn heute, den 8. Juni. Happy Kadaver ist heute Feiertag. Das kann gleich noch mal lustig werden. So, ja, hier habe ich die Nacht jetzt verbracht. Wieder mal auf dem Gipfelkreuz. Ging jetzt nicht anders wegen dem Absturz von gestern. Da oben ist die Tonne. Eisfelder, die sehen wir auch schon. Auffällig ist, wie spät die Sonne hier aufgeht. Ich hatte mit 4 Uhr eigentlich gerechnet. Jetzt ist doch schon wieder 5. So. Ja, und mit dem Auge, ich weiß es nicht. Ich muss mir gleich erstmal beim Handy die Spiegelfunktion nehmen. Hat auch einiges gelitten. Ich rechne mittlerweile doch die Brille. Ein paar hundert Euro Navigationsgerät, ein paar hundert Euro. Das wird noch schon zumindest ein wenig ins Geld gehen. Ja, okay. Ziel ist es trotzdem, wenn es eben irgendwie geht, noch Bregenz zu erreichen. Ja, mir sitzt das immer alles noch in den Knochen von gestern, der Absturz. Ich hoffe, ich sehe nicht ganz so schlimm aus. 5.34 Uhr, Höhenangaben gehen nicht. Hier ist wieder ein Gipfelkreuz. Ja, und von da oben bin ich jetzt gerade gekommen. Da der Mond, da ist also Süden. So, ich weiß noch nicht, wo der Weg, ich befürchte, wieder runter und wieder rauf, sowas könnte ich mir vorstellen. Ja, es ist schon ein geiler Ausblick. Aber wie gesagt, mir macht der Absturz noch richtig zu schaffen. Hatte ich erwähnt, heute ist der 8. Juni 2023 und wir haben Happy Kadaver oder Frohen Leichnam. Wobei dieses Frohen kommt nicht von froh, das wird immer wieder falsch verstanden. Uhr. Ja, Höhenangaben gibt es seit gestern keine mehr. Von da bin ich gekommen. Es geht auch irgendwie ziemlich nur bergab. Ich dachte eigentlich, wir würden jetzt oben bleiben. Tun wir aber wohl auch wieder nicht. So, und der Blick auf mein Auge. So. Und hier oben stehen Schilder. Buralkopf, 40 Minuten Hochgrat, Berg E4, E5, 3,5 Stunden, wäre 9.30 Uhr. Wiesen, Grunzenrieder Säge, da bin ich doch gestern auch schon gewesen. Drehen wir uns so im Kreis. So, hier ist das Schild in die Gegenrichtung, da kann man aber so gut wie nichts mehr lesen. Gut. 7 Uhr, da geht's gleich weiter. Oh, ich bin ganz schön aus der Puste, weil es ist doch ein Klettern. Das ist mit Worten gar nicht mehr zu beschreiben. Oh, also wie wir es auch auf diesem Weg so noch nicht hatten. So, und der Blick in mein Auge. Ja. Das hier, da muss ich die Kamera wieder ausmachen, Safety First, das habe ich ja gestern gelernt, ist harmlos, ist absolut harmlos. Boah, nee, ist das ein Weg. Ob der noch als Wanderweg durchgeht, ich weiß es nicht. Ich bin etwas verdreht. 8 Uhr 27, also 8 Uhr 27, da habe ich jetzt gerade eine gute Stunde gelegen, weil es einfach nicht ging, so Powernapping. So, wir gucken in die Landschaft. Da geht's gleich wieder weiter. Ja, da der Riesenausblick, schön. Und nach oben hin, das haben sie aber gesagt, irgendwie, dass es heute auch noch regnen soll. So, und als Bonus
gibt es wieder den Blick auf mein Auge. Ja. Ja, so. Ja, ich mache mir so meine Gedanken, wie es jetzt weitergehen könnte. Ohne GPS-Gerät, mit dem ledierten Auge. Auf der einen Seite, ja, nach Hause fahren, okay. Also bis Bregenz, das sollte ich eigentlich schaffen. Und dann nach Hause fahren, wäre eine Possibility. Andersrum, wie viel Technik brauche ich diese Technik denn überhaupt, wenn das mit dem Auge gut geht, ob ich nicht auch ohne GPS weiterlaufen kann. Uhr 8, von da bin ich irgendwie gekommen und ich stehe hier an einem Gipfelkreuz. Da oben Schneefelder, die sieht man auch schon länger. Da geht es gleich irgendwie weiter. Hier steht die Mutter Gottes mit Jesuskind auf dem Arm. Ist auch eine seltene Darstellung. Ja. Und der Blick auf mein Auge. Ja, ich kann es nicht anders machen. So. Zum Sitzen könnte ich mir Schöneres und Angenehmeres vorstellen. Hier. Ah, da ist ein Buch drin. Ja, okay. 10 Uhr. Und ja, ich weiß nicht genau, da irgendwie geht der Weg längs. Gerade war da unten ein Gebäude zu sehen. Ja. Und ich bin etwas verdrießlich, weil von da oben komme ich. Und du musst jeden Schritt überlegen. Immer vorsichtig sein, damit du, sonst rutschst du weg. So, mein Auge. Okay. Es geht, ich mache die Kamera aus, das ist mir zu risikoreich. Das sieht zwar so einfach aus, aber auf diesem Rollsprit, du rutschst so leicht hier weg. Immer nur auf die Füße gucken, jeden Schritt überlegen, jeden, wirklich jeden, zweimal überlegen mitunter. Ja. Aber das sind halt unterschiedliche Gesichter. 12 Uhr, na, 11.56 Uhr. Von da bin ich gekommen. Und hier habe ich jetzt gut eine Stunde. Und wenn ich das richtig sehe, müssen wir da oben jetzt hoch. Da habe ich jetzt Bock drauf. So, Blick auf mein Auge. So, nee, war aber einfach mal erforderlich. Ja, Solarzelle hat auch nicht so richtig geladen. Trotzdem die Sonne wirklich schien. Naja. Da geht es gleich noch weiter hoch. Da oben ist noch ein Gipfelkreuz und über uns ist schon wieder ein Gewitter. Ich kann es im Moment wirklich nicht brauchen. So, jetzt sieht so aus, als dass ich von da oben gekommen bin. Da habe ich mich den Berg runtergeschlichen. Oh, das ist doch alles eine Scheiße. So. Ja, und so sieht es jetzt schon eine Stunde fast aus, wo ich hier den Berg wieder raufkraxle. Und jetzt komme ich oben gleich wahrscheinlich ins Gewitter, aber die Wolken scheinen relativ hoch zu hängen. So, mal Blick in mein Auge und jetzt muss man mal gucken, was es weiter gibt. Mal sehen. 12.50 Uhr. Was es da oben ist, weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich muss mal eben, soll man nicht machen, andersrum schwenken. Geht hier aber nicht anders. Da unten das Talstation, keine Ahnung. Und so wie ich geht. Geht gleich da weiter und da kann man noch mal sehen nach unten und das Gewitter, wenn ich Pech habe, weiß ich nicht, wo es lang zieht. So,
Rindalphorn, ob man da unbedingt hoch muss, so Hochgrat 1 Stunde, Staufener Haus 1,5 Stunden. 14:30 Uhr. So und der Blick auf mein Auge. So, wenn es jetzt natürlich noch ein Gewitter gibt und ich nochmal in Kauerstellung muss, aber ich glaube, ich bin jetzt halbwegs oben. Guck mal da, die Eisfelder. Jetzt im Juni, wie gesagt, wir haben Happy Cadaver. 14 Uhr. Da unten wollte ich eigentlich Pause machen, mal gucken, ob das gleich geht. Da oben ist irgendwo der Hochgrat. Ja, dann der Blick ins Tal. Von da oben bin ich gekommen. Es geht schon wieder nur bergab. Also ich weiß auch nicht. Das sind so ein Gipfel, jagt hier den nächsten. Also ich bin ziemlich nölerisch, was 14 Uhr ist. Und ihr wisst ja, Staufener Haus stand da mit 10 Uhr dran. 9:30 Uhr sogar. So, da sind wir 4 Stunden jetzt schon drüber. 4 Stunden. So, man hat mir gesagt, Talstation, aber es wird allmählich zeitlich, wird es allmählich eng, weil wenn um 16 Uhr so die letzte Bahn fährt, dann machen die auch zu. 14:47 Uhr, da oben müssen wir noch wieder hoch. Ich könnte kotzen. Der Blick in die Landschaft. Und da oben auf dem Berg war der letzte Hügel. Komplett wieder nach unten. Einmal das da und dann wieder rauf. Ich finde es allmählich auch nicht mehr so toll. Das geht jetzt schon die ganze Zeit so. Immer wieder rauf, runter, rauf, runter. Also du trittst hier auf der Stelle. Du trittst auf der Stelle. Du kommst nicht vorwärts. So, dann mein Auge. Und auch keine Infrastruktur. Ich warte jetzt seit. Ich hätte ja 9:30 Uhr in der Hütte sein sollen. Aber jetzt gleich 16, 17 Uhr irgendwann mal hinkommen. Also, es ist ein Wahnsinn. So, versteht ihr jetzt, dass ich ein bisschen nördlich bin? 15:11 Uhr. Hier oben ist natürlich jetzt der Teufel los. Ein Blick in die Landschaft. Ich meine, das wird jetzt nicht ohne wilde Schnitte gehen. Da ist das Gipfelkreuz, 1800 Meter. So. Ja, und so sehe ich aus. Und die Kamera pfeift jetzt auch aus dem letzten Loch. Entweder letzten Akku oder Notladegerät anmelde ich. Oder ich muss gucken, dass ich an Strom komme irgendwie. 17:03 Uhr. Ich bin hier im Staufener Haus in so einer DAV-Hütte erstmals. Was habe ich denn jetzt schon wieder bezahlt? 15 € für die Nacht, 30 € für Essen. Etleppert sich duschen muss ich gleich auch nochmal. Ich weiß noch nicht, was das hier mit diesen Marken, ob das irgendwas auf sich hat. Offensichtlich nicht zwingend, die sind nicht überall dran. Ich habe jetzt einfach mal hier ein Bett bezogen und will jetzt gleich erstmal was trinken. Ab, was sagst du, 17 Uhr ist jetzt. Ab 18:30 Uhr gibt es dann Essen. Ja, gucken wir mal. Dass ich Akkus geladen kriege, dass das alles gut geht. Irgendwie wird der Raum angeblich voll. Duschmarke muss ich mich noch drum kümmern. Akkuladen muss ich mich drum kümmern. Ja, bis dahin. Ade. 8:25 Uhr. Da ist das Staufener Haus. Und da hinten irgendwo muss der Bodensee sein. Ich weiß nicht, ob die Aufnahmen von gestern was geworden sind. So, oben ist die Bergstation. Und da oben muss ich jetzt gleich erstmal hoch. Da scheint irgendwie ein Steg zu sein oder gehe ich außen rum? So, meinem Auge geht's so. Ich glaube, ich nehme den einfachen Weg und gehe außen rum. So, erzähle ich euch mal was. Das war jetzt die zweite Hüttenübernachtung in meinem Leben. Die erste war unter Corona-Bedingungen. Da war ich allein im Schlafsaal heute. Ich habe gezählt 6, 12, 16 Betten, alle belegt, ja, gemischt. Ja. Das meiste waren sehr junge Männer. Ich fand es erstmal, war aber ruhig. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte da andere Horrorgeschichten mir vorstellen können.
Wenn natürlich einer aus der ersten Etage das Doppelstockbett noch eine Thermosbrille nachts um zwei runterschmeißt, ja. Aber wie gesagt, das ging. So, Plan für heute. Getränke sind aufgefüllt. Ja, Wasser habe ich jetzt nicht aufgefüllt, auch nicht am Kran. Soweit habe ich wieder nicht gedacht. Interessant war noch auf der Hütte jetzt die ganze Koordination. Ich bin ja gestern rein, Bett belegt und dann runter Steckdose blockieren. Handy laden, Kamera laden. Also dieser Akku ist jetzt nicht komplett voll. Ich glaube, ich habe die Akkus vergessen. Ich kann noch mal wieder zurück. Was sagen mir jetzt diese Schilder? Ach, da oben hängt noch ein Schild, das habe ich noch gar nicht. Ah, da steht es ja dran. Hittisau E4, E5, da müssen wir hin. Ich dachte schon, wir müssten da Nagelflug, Schleife. Dachte ich schon, aber es ging gut. Da hat die gestern von erzählt. Moin. So, da ist das Staufenhaus. Da, gestern war ich auf die Hütte. Ich denke, könnte das das Staufenhaus sein? Ich wollte ja von da oben runter schon fast erstmal hier unten gucken. Aber hier ist der offizielle Weg. Dafür ist dieses Tor, finde ich, ein bisschen kitschig, diese Tore. Aber das hatten wir ja bei Ostfriesen-Wandersteg auch. Okay, fangen wir an. Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Europa-Fernwanderweg E4, E5 vom Stäuben zum Staufener Haus. Nach dem Unfall geht's da jetzt weiter. Es waren ganze 9 Kilometer. Dafür habe ich aber mehr oder weniger den ganzen Tag gebraucht. Moment. Ich finde das so. Ja, so, nochmal. Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Europa-Fernwanderweg E4, E5. So, dann starten wir jetzt in die Impressionen für die, wie gesagt, die Berge. Das rendere ich euch alles ein. Für die Impressionen hier vom Stäuben bis zum Staufener Haus. Für meine Verhältnisse ein relativ kurzes Video. Gut. Das nächste hatte ich ja gesagt, dann kommt Staufener Haus, Hittisau, Lingenau, dann kommt Lingenau, Wolfurt, dann kommt erstmal Linderhof, Hochplatte und Hochplatte, Neuschwanstein, Füssen und dann kommt noch hinten dran als letztes in dieser Serie Wolfurt, Bregenz. So, und bis dahin, ich bin auch noch nicht wieder los gewesen seitdem. Gut, bis dahin, ade. Yep, ade. Ach ja, ich habe übrigens einen neuen Mikrofonarm gekriegt. Darum ist die Kameraposition jetzt auch ein bisschen eine andere. Aber ich sitze immer noch im Homeoffice-Bereich und das ist optisch und akustisch nicht so ganz glücklich. Ja. Bis dahin, ade.